Komm mal, Paul. Mama nimmt schon auf. Okay. Man sieht schon, dass er gegen den Schrank gerannt ist. So, Banana King. Ich habe heute ganz viel Süßigkeit für dich zum Probieren. Ein riesiges Trockeneis. Schokolade. So ein Zeug. So ein Zeug. Etwas, das aussieht wie Sushi. Etwas, das aussieht wie Ramen. Etwas, das aussieht wie Süßigkeiten. Japanische. Und Pilze und Bambussprossen aus Schokolade. Und Tintenfischzeugs. Dazu haben wir noch ein Plastikpfirsich. Gucken wir gleich an, was er kann. Und etwas, das sehr lustig aussieht. Es war wild. Okay. So, was probieren wir als erstes, Mäuschen? Never. Also nur für die richtige Beleuchtung. Nur ja, wir probieren also Chincha. Was heißt das dafür, oder? Das weiß ich doch nicht. Also, ein Strohhalm, zwei verschiedene Bronzepäckchen, damit das schön explodiert nachher anscheinend. Oh, cool. 100 Milliliter. Mit Shinchan-Gesicht. Oh, sieht man es überhaupt? Ja, er sieht es. Okay. Zuerst nehme man 100. Das ist kalt, okay. Hast du ein Glück, dass dein Papa schon ein bisschen Japanisch kann? Nee, das andere nur Ticker sind darauf gar nicht. So. 100 cc Wasser. Das ist ja einfach, nur 1 und 2. Ja. Also Nummer 1 als erstes. Das, wie sagen das Lilane? Das Lilane als erstes. Komm, Papa, hast du nichts Farbe? Sollen wir auch schon umrühren oder so? Noch nicht. Ich weiß gar nicht, wo wir überhaupt umrühren müssen. Auf 4 steht einfach nur Fragezeichen, Ausrufezeichen. Papa geht los und holt einen Teller, bitte. Ich bin gewarnt worden. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Danke. Guck mal, hier ist mein Gummiband. So. Shinchan guckt sehr böse. Wie so ein Schelm halt guckt. Man sollte aufpassen, wenn man die Comic kennt mit Shinchan. Eben. Ich hab gehört, das explodiert jetzt. Guter. Mach dir. Erdbeerig. Es sollte so blubbern und Schaum machen, glaube ich. Mäuschen können das schon mal trinken. Zu Hause schmeißen wir dann einfach einen Zuckerwürfel in Cola und dann explodiert das. Bitte sehr. Es ist schön, dass es sich so zurückhält. Voll yummy. Boah, ich finde das yummy. Also ganz schön an reagieren. Ja, es hört nicht auf. Hier, blubbert. Tabels, genau.
nur essen. Peer. So. Sollen wir jetzt Tintenfische machen? Fisch. Wir können ja diesen Teil zum Beispiel rausschneiden und gucken, was wir machen müssen. Das ist yummy, Paulik. Also schön, dass es yummy ist. Da kann man auch mal probieren. Okay. Kann ich nicht mehr der Brause, ui. Schmeckt das Zuckerkrieger Brause. Das könnte wirklich mit jemandem schütteln. So. Inhalt Tintenfisch. Sauer, Paulik? Wir haben ein lecker Quetsch-Tintenfisch. Zwei Schalen, die wir beide mit Wasser füllen werden. Eine davon zweimal, soweit ich mitbekommen habe. Und verschiedene Päckchen. Päckchen 1. Konfetti. Päckchen 2 und Päckchen 3. Wir werden also Takoyaki mit Drogen machen oder sowas. Keine Ahnung. Also, zuerst fülle man Wasser in Schälchen Nummer 1 bis zur Linie. In Schälchen Nummer 2 bis zur Linie. Dann nehme man das Päckchen mit der 1 und rühre es um. Es wird bläulich und riecht nach Soda. Entschuldigung, salzig. Riecht salzig. Gut, Päckchen Nummer 2. Da! Das riecht nach Erdbeer oder Himbeer. Mama löst das jetzt auf, mein Spatz. Oh, bist du schon fast fertig mit Trinken? Der Bananenkind trinkt zu schnell. Ja. Lecker? Okay. Wir füllen jetzt anscheinend den Tintenfisch und lassen das ins Blaue fallen, um das zu kalzifizieren, oder wie heißt das? Es sieht aus wie Rogen vom Lachs, nur in Pink statt Lachsfarben. Sagst du so ganz Lachs? Hä? Du sagst so ganz Lachs? Das ist aber cool. Da formen sich viele Tröpfchen. Und das, wie schmeckt? Erdbeerig? Es riecht erdbeerig. Paulik, schmeckt es dir? Chemie? Eigensud. Oder so. Medizin? Anissa?
Aber Schleimi führt da sicher das wie Kaugummi. Ja, das ist das, wo es ganz dick ist. Volker, welche Beere die versuchen nachzuahmen, hätte ich auch, wissen wir auch nicht, ne? Oh nein, klar, jetzt habe ich's. Es riecht wie Fanta Traube. Das ist natürlich Grape. Die versuchen Grape zu machen. Jetzt wird das aber auch schon dicker. Das will ich mal raus. So. Drittes Mal. Nochmal auffüllen mit so einem Strich. Und die Nummer 3 nehmen. Obwohl ist das Porik? Ah, da ist das. Alter, das ist sauer. Dann 3. Hm, Shin-chan. Alle. Sie machen jetzt die nächsten Bonbons. Okay. Jetzt los. Was ist denn der Wendelpudding? Es wird gelber Schaum. Auf diesen Schaum wollen wir den Inhalt vom Deko-Päckchen schmeißen. Okay, es ist Ist das der Pause? Es sind nur Bonbonbrocken. In dem Fall sind es nur Bonbonbrocken. Er schmeckt brausig, zitronig. Nee. Oh ja, Paul, ich mag die Bonbons. Bonbon? Und darauf soll ich jetzt die Alginatkügelchen schmeißen. Die knacken wie echte Fischeier. Das Gesicht von Farbe. Und man soll sie jetzt alle drei zusammen essen. Bist du im Fernsehen? Ich bin. Ich bin auf dem Fernsehen. Draußen, Maus. Süß, ne? Okay. Nochmal? Nochmal? Okay. Hier die rosa Kügelchen. Der Schaum und ein riesen Brocken Bonbon-Bröckchen. Das magst du. Nein, ist das lecker? Ja, ist es. Ich stelle das zur Seite. Aber nicht wegwerfen. Willst du auch eins probieren zu machen? Du darfst die alle aufessen von mir aus nachher, das ist kein Problem. Ich probiere die jetzt schon beim Machen. Der schöne Rogen auf, Paul. Ich will gar nicht mein Gesicht sehen, während ich die Dinger aufschneide immer. Siehst du? Das schmeckt wirklich wie dieses Gelee.
Nachtisch. Okay. Dieses Mal machen wir Ramen selbst. Mit Gyoza, gefüllte. Dafür müssen wir anscheinend das Päckchen auseinanderschneiden. Gelbes Päckchen, braunes Päckchen, rotes Päckchen, Spritztüte, glaube ich. Gyoza-Kau-Bonbon, Pommesgabel, die Förmchen. Eins fürs Ei und eins für Tsumaki. Und eine Schere. Haben die alle weggegessen, ne? Ja, ist doch kein Problem. Das Mäuschen teilt gerne. Du machst lieber die rosa und so, ne? Und das Gelbe. Okay. Ich merke, das ist gesund. Mit dem Besten aus Kohlenhydrate, Zucker und Fett. Laut Gebrauchsanweisung muss ich das hier komplett einmal umschneiden. Nüsse? Laut Gebrauchsanweisung müssen wir das hier, das Gyoza-Förmchen, öffnen. Und die Punkte hier zum Formen der Dekoration und der Gyoza benutzen. So heiß. Könnt ihr kombinieren hier im Strohhalm. Wir wollen zwei Kügelchen machen. Eine etwas größere und eine etwas kleinere. Und eine Kugel, die wir so groß machen, wie die Form hier sagt. Cool. Cool, wa? So. Davon machen wir zwei. Immer flach machen. Und dann drauflegen und anpassen. Die zwei Kügelchen drücken wir in die Form. Office. Pfeffer für Bambo. Der Papa. Der Papa. Pfeffer. So. Wir sollen ein Päckchen nehmen. Das hier. Und diese Dinger schon mal in die Gyoza-Form packen. Aber so drücken, dass hier Hohlflächen entstehen. In diese Hohlflächen schütteln wir die Füllung. In diesem Fall
Schweinefleisch mit Erbsen. Spargel, Spargel, Spargel. Spargel, Spargel. Spargel, ja. Und jetzt schließen wir den Gyoza. Und wir haben einen gefüllten Gyoza, den wir mit der Suppe essen werden. Das gleiche machen wir mit dem zweiten. Was ist Gyoza? Kaugummi oder? Gyoza sind diese gebratenen. Nein, ich meine. Ich weiß, was es ist. Bonbon, wie Mauern. Also Bonbon. Nur ein bisschen Mauern, nicht so hart wie Mauern. Das kann man tatsächlich formen. Bitte. Bitte. Warum bitte? Jo. Nachdem wir das gemacht haben, sollen wir in die anderen beiden Schalen Wasser füllen. Ja, ja. Bis zur Markierung. Die hier sieht übrigens aus wie eine Suppenschüssel. So. Das ist Currysoße. Die Nudeln. Okay. Gut. Die braune sollen wir als Suppe machen. Die sieht köstlich aus. Und das sollen dann die Nudeln werden. Papa? Ja. Es wird gelb. Wir rühren schon mal um. Komm mal. Ich krieg die Gabel nicht. Die Suppe ist bräunlich, wie eine Sojasuppe. Und schmeckt nach ein bisschen nach Cola. So. Das hier werden unsere Nudeln werden. Es schmeckt mehlig. Süßlich. Vielleicht entfernt eine Zitrone, aber ganz, ganz entfernt. Was denn? Yeah. So. Natürlich brauche ich jetzt einen Zahnstocher. Papa, bist du so lieb und bringst einen Zahnstocher? Und nach vorne. Wenn er da ist, improvisiere ich. Ich dachte, da steht hier auf dem Tresen, steht da nicht eine Schale mit Zahnstochern. Nee. Dann bin ich blind. Okay. Wir improvisieren. Wir schneiden eine ganz kleine Ecke unten ab und führen die Nudel der Soße zu. Jetzt ist es zu spät. Für nachher vielleicht. Ich habe es gesehen. Ah. Wir führen jetzt noch den letzten Rest in die Suppe und haben damit unseren Rahmen. Zeig mir jetzt mal, wie die nachher aussehen. Ah. Ja, da.
Und noch geht immer noch. So, das ist Rahmen. Rahmen einzeln, ja. Die Suppe sieht eigentlich gut aus von oben. Komm! So, das ist unsere Rahmensuppe. Sieht aus wie Rahmen. Und die essen wir zusammen. So, die Suppe. Mmh. Mmh. Angenehm. Und beißen dabei. Schön in unserer gefüllten, gebratenen Gyoza. Nee. Mmh. Wollen wir uns auch Gyoza? Ja, schmeckt nach Ramune. Und Gyoza. Bitte, mein Schatz, nur noch. Kaugummi. Soll ich zeigen? Einmal reinbeißen. Rahm. Wenn du mal Gemüse auch mal so reinhauen würdest. Den traust du gar nicht. Bitte sehr. Nudeln. Einmal Kaugummi im Mund. Okay. Das ist Papa füttert dich gleich. Hm? Nee, Ayami. Oh nein! Ich hab vergessen. Die Spirale. Und das Ei auf die Nudelsuppe zu packen. Oh, die hier ist verkehrt rum. Nicht verkehrt rum, das ist richtig rum. Ei? Ja, das ist Dekoration. Achso, ich dachte, du musst ein Gelb haben. Ja, jetzt, pass auf. Na, dann machen wir so. So, jetzt ist Gelb. Oh, ah, yummy. Yummy? Ah, yes. Komm. Mama entsorgt sich der Kochutensilien. Volk ist die Nudel. Oh, du hast dir das vorgenommen. Ich will helfen. Nee. Was? Nee, die Nudeln sind nee? Nee. Dann lass die für Mama. Auch egal. Dann kriegt Mama auch was. Das stimmt, na, für Mama sind die gut genug, oder? Shut up. So. Profit? Nächstes machen wir Dango, diesen komischen Fisch, dessen Namen ich nicht weiß. Gefüllte Mochis. Und Ramune-Soda. Das sind ja auch ein Yaki. Der Fisch ist irgendein Yaki. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie er heißt. Wir können es nachher nachgucken. Wir gehen nachher zum Bahnhof und holen einen. Oder fünf. Im Fünferpack sind die günstiger. Hey. Du bist wohl einen, ne, Boy? Oh, ich mag wohl. So. Hohoho! Ho, ho. Ja. Ein Zahnstock. Thank you. Da. No, 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 no. Papa mag nicht. Nein, nein! Eier! Papa muss essen. Nein. Na gut. Papa, bist du so lieb und holst mir da vorne aus der großen Schublade da vorne Tesafilm? Oh, Paul. Guck mal, Paul. Kannst du dich doch im Fernsehen sehen? Sag mal hallo. Hallo. Hi. Hi. Nein, das von Mama. Bitte von Mama. Bravo. Nee, Mama. Du bist nicht Mama. Du musst dahin gehen. Hier ist die Dekoration,
die Matte, auf der wir gleich unser Essen ausstellen werden. Wir haben eine rosa Suppenkelle, einen Brausebecher, einen Stick, wo wir die Dangos drauf packen werden und irgendwas, womit wir Erdbeeren machen können anscheinend. Erdbeeren? Erdbeeren. Das sieht nach Erdbeere aus, das. Nee, nee. Hier. Ich glaube, es soll ein Mochi sein. Die Erdbeere für in dem Mochi. Ach so, ja. Ich glaube, es soll undefinierbare rote Frucht, rotes Zeug sein, wie die normalen Mochis auch. Denkst du, was ist das so, jetzt raus, Paul? Limonade. Ich habe zwei Päckchen. Das war ein Profit, das ist ein 5-5. Ist das ein Profit? Oh mein Gott. Was? Was happened? Ich habe so viele verschiedene Ingredienzien. Sind wir bei den fortgeschrittenen Sachen? Ja, die fortgeschrittenen Sachen. Das heißt, irgendjemand muss gleich den Stecker fürs den Computer holen. Weil wir gleich noch mehr aufnehmen müssen. Weil gleich viel zu lange dauert. Ja, das ist was. Ich probiere das einmal. Machen wir wieder auch was. Lecker. Die Brause ist lecker. Kann ich alle haben. Ja, nachher. Bin am Machen. Okay. Für die Fische benutzen wir das Hellgelbe und rühren das in dem an mit etwas Wasser. Umrührer. Nee. Das ist Mehl. Wir machen einen Teig daraus. Und diesen Teig kippen wir in die Fische. Die wirklich so groß sind wie die, die wir im Bahnhof haben. Bahnhof haben. Nee, sind was kleine im Bahnhof. Das waren die ganz großen nicht, aber. Wir sind kleiner als hier im Bahnhof. Okay. Naja. Seht ihr immer noch von weitem? Paul. Ja. Thank you. Mehl, Zucker und Ei. Wir tauschen. Patrick, 500 Watt 40 Sekunden oder 600 Watt 30 Sekunden? Ich gehe in die Mikrowelle. Okay. Sag mir, welche Watt die hat und sie sagt dir nochmal, welche Sekunde du brauchst. Entschuldigung, 500 war 40 Sekunden. So, diesmal nehmen wir das
hellblaue. Ich habe aus Versehen die Limonade in den falschen Becher gekippt. So. Und bitte. Kann. Das ist unsere Limonade. Die sprudelt. Ein Blubberfasserchen. Was machst du? Okay. Mäuschen, Limonade. Limonade. Das große hellblaue muss ich jetzt nehmen. Heiß. Oh, perfekt. Wir stellen die erstmal zur Seite. Limonade? Das scheint gut zu sein. Ja, es schmeckt nach Ramone. Okay, dann weiß ich, wie es schmeckt. Das ist nicht schon davon abkriegen. Machst du Ramone, Paul? Okay. Das ist etwas Süßes, das man trinken kann, ne, Borik? Für Süßer geht's nicht mehr, ne? Also das ist tatsächlich bröckelig geworden. Ist das der Mochi? Ja, das müsste der Mochi dann sein. Passt, ja. Gleichzeitig werde ich die Erdbeere fertig machen. Die ich natürlich nicht von alleine stehen kann. Blöde Erdbeere. Zack. Zack. Also, für die Erdbeere soll ich einen 20 Zentiliter, oh nein, 2 Zentiliter nehmen. Stuck. 2 Zentiliter und die mit dem roten, die der Papa mir hoffentlich kurz aufschneidet, schneid nur einfach kurz. Papa, lass das! Junge Herr, war so weit weggehalten. Siehst du? Papa hat es aufgeschnitten. Da sieht man schon, wie es rot wird. Irgendwie durch den Behälter durch. Und ich rühre dann schon mal die Erdbeere an. Die wird mit der Zeit fest werden. Ja, die wartet jetzt hier, damit sie fest wird. Stop. Ihr schmeckt erdbeerig, aber richtig erdbeerig. So. Das Zeug, was ich gerade gemacht habe, da soll ich zwei Kügelchen machen für die Dangos. Die soll ich hier ausrollen und dann in 3 kleine Stücke schneiden. Für die ich dann das hier benutze als Referenz. Der kommt gleich essen. Dann erstmal das so lange hier. Und die. Und der Hacken. Dann dürfen wir nicht hier so lange. Der
Essen ist gleich fertig bei euch. Das Zeug schmeckt ein bisschen nach Mochi. Aber süßer. Also irgendwie. Also als würde man Cupcake nehmen und den ganz lange zerbröseln und zusammendrücken, bis man so einen Cupcake-Lolli hat. So schmeckt der. Soweit ich weiß, soll ich die Viechers jetzt hier drauf aufspießen. Bis ich gleich die Soße dafür fertig mache. Schere bitte. Danke. So, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt. Aha. Gut. Das ist der Mochi. Und daraus machen wir drei Dangos. Die sind doch kleiner. Gut. Also Dangos und Mochi das gleiche in diesem Fall? In dem Fall. Ich glaube, dass. Der eine ist gefüllter. Und die Dangos sind einfach nur Reisbällchen mit Soße drauf. Also das Braune. Okay, sieht aus wie Schokosoße. Natürlich das Wasser. Oh, es riecht nach Schokolade. Für so ein Rührding. Daraus rühre ich eine Schokoladensoße. Die mal quer über die Dangos gibt. Für die süße Soße, die die Viecher sonst haben. Und die Erdbeere sollte inzwischen daraus kommen. Natürlich habe ich den Stick zu früh gebraucht. Die Erdbeere muss ich rauslösen. Erdbeerige Erdbeere. Es schmeckt nach Erdbeere. Das reicht. Kriegt auch ein Kleck Schokolade. Jetzt sind wir noch nicht traurig. Und wird jetzt zugemacht. So. So, ganz schrecklicher Erdbeer-Mochi. Und für den Fisch? Ich mach nur gleich Bonbons. Du kriegst gleich ein Bonbon. Das ist aber noch nicht fertig. Das muss ja noch gemacht werden. Hätten wir es vorher einbuttern sollen? Plastikschalen? Der Fisch kriegt den Schokopudding in die Mitte. Es schmeckt nach Schokopudding, Patrick. Danke. Schmeckt auch noch. Bin noch nicht dabei. Bitte. So. Wollen wir alle einen mal abbeißen? Was ist übergeblieben? War nett gedacht, aber das ist nicht so gut, also nicht so gut als die anderen. Ich habe es schon besser gemacht gesehen. Es haben Leute schon besser gemacht. Das ist die Soße für die Dangos. Oh dir. Oh dir. Die echte Soße für die Dangos schmeckt. Könnt ihr mal drüber.
Nein. Wir werden die Schokolade besser mögen. So schlimm? Weil ich zu viel Wasser drin habe. Ja. So, ich probiere jetzt ein Stück Fisch. Alter. Will der Papa ein Stück Fisch probieren? Achtung. Folgt einmal abbeißen. Er guckt Keks. Yummy. Es hat Schokolade. Was für Schokolade? Es hat Schokoladenmousse. Den mag er nicht. Folgt einmal hier probieren, Erdbeere. Schmecken tut das hier doch sehr lecker. Wenn er nicht essen will, dann muss er nicht. Ich bitte hier dran. Ey, nee, ich brauche nicht. So. Fische waren das Beste. Der Fisch war wirklich lecker. Muss nicht tun. Lammel, Lammel. Du musst durchwischen, wenn du mit dem Boden fertig bist. So. Das Kind spielt schon mal mit dem Experimentierwasser. Und gibt mir die Schere. Das ist sehr nett von dir, danke. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir die verschiedenen Förmchen für die Schokolade. Die verschiedenen Sticks für die Stängel. Und die Schokoladen. Was richtig cool ist, der Papa wird jetzt heißes Wasser machen in einer Tasse und da stellen wir das Zeug rein. Und schieben das wieder rein für nachher. Währenddessen holen wir dieses lustige Sushi-Päckchen aus. Hier sind sogar schon die Teller für den Sushi. Abgebildet. Was ist los, Maus? Ja, Papa macht war die Wasser. Wasser für die Schokolade. Mach mir ein Pfeilchen. Oh, da fällt's raus. Ganz viele Päckchen. Natürlich. Vielleicht darfst du auf dem Arm. Brauchst du Hilfe beim Runtergehen? Willst du nicht weiter leckere Sachen essen? Ja, Mäuschen. Möchtest du ein Eis? Schmilzt nicht, färbt nicht ab. Möchtest du? Du bist so beschäftigt, ja? Hi. Okay. So, nehmen wir schon mal Wasser in die verschiedenen. Das große das blaue hier müsste der Sushi-Reis sein. Oh, komm rein, als nächstes machen wir auf Diät. Das ist Sushi-Reis. Seine Hand frei vom Profis. Profis für Eis. Profis für Nichtschmelzeis. Damit sieht er schon besser aus, als gestern, als er das bisschen Eis von uns probiert hat. So, ich habe hier Reis. Und ich habe ein pinkes
das den Lachs darstellt. Das kommt ins Lachsfach. Das ist wieder so ein Gelee nachher. Und ich habe irgendwas Gelbes. Das das Ei darstellt. Das kommt ins Eifach. Und hier war so ein Abreißer. Naja, Pech gehabt. Dazu nehme ich dieses Pipettchen und füge Wasser mit der Pipette dazu. Und rühre um. Komm her, das hat mir gut. Und sehe zu, dass es flach wird. Ich wollte noch Waffe. Ich will Waffe. Warum mal? Mach mit Eis. Waffe. Vorsicht, ihr Ei könnte Spuren von Lachs enthalten. Ich will Waffe. Ich will Waffe. So. Dann rühren wir das Grüne. Ich verstehe. Wir rühren jetzt das Grüne ins Fach Nummer A. Buchstabe A. Das Grüne ist wieder so ein Alginatwasser. Ich habe jetzt zwei über. Das hier. Wir hoffen, dass wir die richtige Farbe ins richtige Fach gepackt haben. Das hier kommt ins B. Das hat die richtige Farbe für den Rogen. Wir rühren jetzt um. Und wie mit den Tintenfischen machen wir jetzt auch hier Bällchen. Nur diesmal sehen die echt aus wie kleine Lachsrogen-Eier. Mit das beste japanische Küche. Lachsrogen auf Reis. Die Geräusche sind das jetzt. Okay. Klingen auch wie Lachsrogen auf Reis, ne? Was du wartet. Magst du mehr? Muss ich überhaupt essen. Ich weiß. Okay. Ich sage immer, er scheint nicht aus, Enkel zu haben. Hier kleine Kügelchen. Sehen wirklich aus wie Lachsbogen. Und gut. Damit wären die Vorbereitungen soweit abgeschlossen. Wir müssten jetzt nur noch den Nori lang genug ziehen. Und wir drei teilen jetzt den Reis. Wir machen einmal Sashimi mit dem Lachs. Ne, Thunfisch soll das sein. Ey! Ey! Na, warte mal. Das sieht wirklich aus wie Lachs. Hier. Und ein Sashimi mit Eigelb. Warte? Ja, hier.
So ein Omelett. Ah, der war ja auch nicht. Ein bisschen aus wie Omelett. Ja. Dann zerhäckseln wir den Rest vom Lachs. Und vom Ei. Ei. Genau. Und nehmen letztes Stück Reis. Reis. Hier sind viel zu viele. Ja. Viel zu viele Teller. Und man weiß nicht, was sie wohin stellen soll. Ich glaube, das könnte man auch Ebi machen. Ja. Guck mal, das wird so ein Reisbällchen. Das stellen wir hier hin. Genau. Auf den packen wir das zerhäckselte vom Lachs. Und zerhäckseltes Ei. Genau. Und Lachsrogen. Okay. Okay. So sieht das aus. Gefällt dir das? Ja. Und hier, den umwickeln wir mit dem Nori. Genau. Packen da den restlichen Rogen drauf. Das ist übrigens Lachs, den Papa am liebsten isst. Ganz viel Leckerungen. Und wenn ihr so viel über habt, kommt auch noch was auf dem Ei. Und das Ei. Das Ei ist weg. So. Und auf den Lachs. Ja, aber niemand sollte Mama und Kinder voneinander trennen. Ach, das ist ja kein Lachs, das ist ein Thunfisch. Egal. Hier. Jetzt haben wir noch ein Stück Lachs probiert. Der Reis schmeckt nach Brause. Papa! Papa ist auch da. Mama muss auch ganz schnell die Sojasauce erstellen. Genau. Die schmeckt nach Cola. Oh, hier, Sojasauce. Mein Ei. So. Möchtest du zugreifen, Maus? Schau rein. Hey, Bonbon. Hey, Bonbon, hm? Ich esse mal den hier. Guten Appetit. Mhm. Wollt ihr essen? Den Lachs! Parik, deine Schuhe! Wo sind deine Schuhe? Bonbon? Der Bonbon? Möchtest du ein Bonbon mit? Oh, der Bonbon! Der Bonbon! Ja, Mund auf! Der Bonbon! Das ist ein Gummibärchenbonbon! Ups! Hab in den Mund! Hab in den Mund! Okay. Mama, ich hab's gemacht! Der mag es sowieso nicht. Ja, für Papa. Hast du probiert? Okay.
Ah, yummy. Mit dem letzten Arm? Ja, mein einfaches. Ah, yummy. Kannst du haben? Hi. Hi. Is it good? Yeah. Ja. Ja? Ja? Ich fragte mich strange. Yeah. Ja. You could look sushi, but taste. Yes. Sugar. What is it? Tastes like Coke. Right. Soja sauce is Coke. So. Also. Ein Schüsselchen davon. Mit dem mit dem rosanen Päckchen zusammen. Die Rogen, die war's auch geil, ne? Hm. Und ich in das falsche Wack. Mit lilane Paste. Da drauf kommt Nummer 2. Und jetzt fängt es an zu schäumen. Und es wird pink. Dazu wieder Bonbons. Und schon haben wir was fürs Kind. Einmal rühren in die Bonbons und den Mund unter das Saure genießen. Bei Bonbon! Sitzen? Ich habe zwei Sachen, die ich unbedingt testen wollte, bevor die Batterie leer geht. So. Eine Sache, die ich unbedingt testen wollte, war dieser Pfirsich. Von Weitem sah er aus wie ein echter Pfirsich, ist aber ein Fresh Fruit, steht er. Es soll ein Gelee sein. Oh, ist das sauer. Oh ja. Ich öffne das so. Und hier ist das Gelee. Extra verschweißt. Jetzt können wir es probieren. Schmeckt wie Pfirsichmus. Sehr angenehm, sehr lecker. Das wird unser Nachtisch nachher. Es schmeckt nach echtem Pfirsich, nicht künstlich. Und das zweite, was ich noch probieren wollte, war das Kleberzeug. Sanise? Schmeckt das gut? Augenscheinlich, ne? Keine Zeit mehr zu kommentieren. So eine Beleuchtung ist, ne? Klar. You forget something. Mm. Thank you very much. Schmeckt angenehm. Und ich glaube, das ist ein Mochi. Komm mal. Hast du mal? Rote Bohnen haben die drin. Oh, 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 na, na, da.
Gibst du mir das Tuch da drüben zum Abwaschen hinter dem Zitronentee? Danke. Milch! Ich möchte Pudding. Nee, wenn das. Essen. Schau hier. Totalisieren. Ich fülle hier gerade die Schokodinger rein. Tut mir leid, so Wackelpudding gegeben habe. Es tut mir wirklich leid. Wo ist das jetzt? Schrecklich, ein Kind Wackelpudding zu geben. Kannst du nur. Was für ein Papa bist du? Ja, zum Neutralisieren. Besser? Jetzt trottel das mal in dir rein. Trottel das in dir rein? Trottel. Also. Trottler. Das ist die schöne Mädchenschokolade. Doch, die ist lecker, Boyk. Das kannst du nicht leugnen. Boyk, hier alles aufessen und morgen nicht die Sonne. Das ist ja so Schwachsinn. Solchen Sprüchen ist Mama dick geworden. Jetzt aufessen, nicht nachschlafen. Selbst wenn ich nicht essen wollte, hieß das immer, jetzt aus. Es scheint morgen nicht die Sonne. So. Wir haben jetzt lustige Schokoförmchen gemacht und stecken da lustige Kekse rein. Hier sind viel zu viele Kekse für das bisschen Schokolade. Ich habe keine Ahnung, warum, ob da drei rein sollten. So, ganz dicker hier. Too many cakes, too many cakes. Okay, Keks auch so essen, ne, Paul? Keks besteht immer noch aus Keks. Ich glaube, theoretisch hätte man mehr als, sobald man Keks reinsteckt, läuft die Schokolade aus. Man hätte weniger Schokolade reintun können. Da ich aber nicht mehr so viel Akku habe, fülle ich einfach jetzt alles aus und niemand wird mehr sehen, wie wir die nachher aufessen, wenn die aus dem Kühlschrank kommen. Außer Papa macht ein paar Fotos davon. Wahrscheinlich essen wir es so. Das ist noch der Schande. So wird jetzt aussehen, ja. Aber Vater, Papa kann Keks essen. Nimm den Keks der Schande, Paul. Hier, ein Keks der Schande, bitte. So sollten die Dinge aussehen. Und ja, bei denen sollten drei Stecker rein. Finger. So. Du bist langsam nachlässig, ne? Er wird müde. Wir ja, die ganzen Süßigkeiten hier. Von ich glaube, die Schokolade wird es nicht in den Kühlschrank schaffen. Aber die ist Toddler-approved. Toddler-approved, auf jeden Fall. Die ist lecker. Banana King Seal of Approval, ne? Das ist eh dein Keks. Dein Channel, dein Keks. So, anscheinend wird das jetzt gegessen, ohne dass es trocken werden soll. Ist das yummy?
Die Rosane schmeckt echt nach Schokolade. Nach Erdbeer. Die Rosane Schokolade. Yummy? Yummy, yummy. Yummy, yummy? Okay. Ja, schnell. Geschmolzen Nutella. Echt? Ich hab noch keinen braunen probiert. Ja, Nuss-Nougat-Tränen. Mir schmeckt die Rose am liebsten. So low, Sonja. So low. Okay. Und sagen wir mal einen Schlusspark, ist das jetzt eh alles auf. Es hat gesagt, bye bye. Bye bye.